Hallo und herzlich willkommen hier bei Nachhall. Wir freuen uns, euch heute die erste Folge unseres neuen Formats zu präsentieren. Wir laden regelmäßig Bachelor- oder Master-Absolvierende verschiedener Universitäten und Fachrichtungen ein, um mit ihnen über ihre Abschlussarbeit zu reden und das Thema in einen Nachhaltigkeitsdiskurs einzubinden. Zum Auftakt haben wir mit Nora gesprochen. Sie hat den interdisziplinären Master an der Theologischen Fakultät der HU absolviert und ihre Masterarbeit zum Thema African Initiated Churches and Sustainable Development geschrieben. African Initiated Churches, kurz AICs, ist der Überbegriff für christliche Kirchen, die unabhängig von kolonialistischen Missionarskirchen gegründet worden sind. Heute stellen sie eine signifikante Minderheit der christlichen Bevölkerung Subsahara-Afrikas dar. Als erstes wollten wir von Nora wissen, was das genaue Thema ihrer Masterarbeit ist, wie sie darauf gekommen ist und was sie dazu motiviert und inspiriert hat. Viel Spaß beim Zuhören. Nora, ich studiere an der Humboldt-Universität und ich habe gerade meinen Master oder meine Masterarbeit abgegeben in interdisziplinären Master an der Theologie in Religion und Kultur und habe davor was ganz anderes gemacht, nämlich einen Bachelor in Medienmanagement und habe dann auch erst gearbeitet und bin dann erst wieder an die Uni zurückgekommen. Nachhaltigkeit war schon ein großes Thema für mich und ich war auch schon damals im Nachhaltigkeitsbüro von der Humboldt-Uni aktiv und dann wurde das Seminar Religion und nachhaltige Entwicklung angeboten und da bin ich dann sozusagen in einem laufenden Forschungsprojekt, wo Feldforschungen auch richtig gemacht wurden in Subsahara-Afrika oder in drei Ländern Subsahara-Afrikas, durfte ich sozusagen von Anfang an in den Seminaren dabei sein und bin dann für meine Masterarbeit auch runtergefahren, beziehungsweise noch, es war noch ein Q-Tutorium, wo ich dann einfach teilgenommen hatte, aber wo es schon hieß, dass wir in welchem Rahmen auch immer, ob es eine Hausarbeit, ein Referat oder was auch immer, eben halt ein Feldprojekt mit übernehmen können und das also so eine Feldforschung machen dürfen. Und ich habe mir dann ausgesucht ich hatte mir jedenfalls ausgesucht dann eine tiefergehende Analyse von einer afrikanischen Kirche, einer afrikanischen unabhängigen Kirche in einem Township in Südafrika zu machen. Und das Ganze hängt, also das versteht man vielleicht nicht sofort, dass das mit Nachhaltigkeit zusammenhängt, aber die sind in Subsahara-Afrika sind halt die unabhängigen Kirchen die großen Akteure des Gesellschaftswandels, weil die unglaublichen Zulauf haben an Menschen, die auch mit eigentlich dem Großteil aller Ziele der Sustainable Development Goals übereinstimmen und sogar auch diejenigen sind, die es in der Gesellschaft etablieren und verändern können. Und ich habe dann sozusagen an einem Case, also an einem Beispiel, eine Analyse gemacht, wie das genau funktioniert und habe mich aber dabei schnell sehr stark darauf fokussiert, Strukturen zu übersetzen von einer spirituellen Gesellschaft und einer säkularisierten Gesellschaft, also sozusagen versucht, auf Basis von Funktionalität Gesellschaftsstrukturen zu übersetzen. Wie lange warst du insgesamt in Afrika für die Feldstudie? In Afrika selber war ich wirklich nur 10 Tage. Das waren immer ziemlich intensive Tage, weil davon hatten wir 5 Tage Konferenz mit den Studierenden in der University of Pretoria. Und wir hatten dann halt auch wirklich, ich hatte, glaube ich, 3 Feldbesuche offiziell irgendwie eingeplant. Also, dass man halt in den Township fährt, was halt mehr Aufwand ist, als man denkt, weil es gibt halt noch keinen Public Transport. Die Taxifahrer sind unglaublich teuer und das ist halt einfach so in Südafrika, weiß und schwarz, da gibt es einfach, du bezahlst unterschiedliche Preise für deine Hautfarbe und solche Sachen. Und mein Study Buddy, der war halt das komplette Gegenteil von mir, was die Äußerlichkeiten anging, also anderes Geschlecht, andere Hautfarbe, anderer Hintergrund, andere Religion, anderer Studiengang, was uns beiden aber sehr dazu geholfen hat, total cool, zusammen zu forschen. Und es war auch total cool, weil wir dann in so einem Township selber auch nochmal Zugang zu verschiedenen Leuten und verschiedenen Häusern und sowas gefunden haben und da uns viel besser mit Leuten irgendwie unterhalten können, weil die einen fanden mich so interessant, weil ich so fremd war. Und auf der anderen Seite war Tabang irgendwie so der schwarze Mann, der dann aber irgendwie so den Akzeptanzfaktor mit ins Spiel gebracht hat. Und das hat total cool funktioniert. Also auch sehr bereichernd, diese Zusammenarbeit einfach mit dem. Was ist denn ein Study Buddy und wie habt ihr euch gefunden?
Ja, nee, das ist Teil von diesem Q-Tutorium. Genau, also Wilhelm Gräb ist der, Professor Dr. Wilhelm Gräb ist der Theologe, also der Professor, unter dem das läuft, aber Marie-Louise Frost und Philipp Oehlmann, das ist der, der jetzt auch im KNU sitzt bei der von der Kommission Nachhaltigkeit, der hat, die haben das aufgezogen und die haben so einen Anspruch, let the people speak for themselves, sagen sie immer, und die wollen halt deswegen, dass es gab immer eine 50-50-Zusammenarbeit zwischen Humboldt-Universitätsstudenten und University Pretoria-Studenten. Und das Lustige war auch, dass wir auch von der Humboldt-Universität sehr divers aufgestellt waren und aus den verschiedensten Ländern und Sprachen und ethnischen Kulturen kamen. Und das hat es halt in den Kulturwissenschaften krass bereichert, also weil einfach die Art der Analyse anders ist. Und das etabliert sich ja jetzt auch erst so mit so Transformationsforschung, so à la Donna Haraway, dass man so sein eigenes Narrativ einarbeitet in seine wissenschaftliche Arbeit und Analyse. Das ist halt sozusagen, das war da sehr learning by doing und das hat aber auch richtig gut geklappt. Also auch negativ im Sinne, dass die Zusammenarbeit nicht geklappt, aber es hat richtig gut geklappt zu sehen, ah krass, wo sind die kulturellen Unterschiede und was macht es uns so schwer und sowas. Also das war ziemlich cool. Dann würde ich mal gerne ein bisschen auf deine Masterarbeit zu sprechen kommen. Du hattest es ja vorhin schon kurz angeschnitten. Vielleicht kannst du es nochmal kurz zusammenfassen und uns auch sagen, was so ein bisschen deine These ist, deine Fragestellung und die Methoden, die du angewandt hast und vielleicht deine Case Study nochmal genauer erläutern kannst. Also meine Masterarbeit heißt ARCs und Strukturen von nachhaltiger Entwicklung und das Ganze ist eine Feldstudie am Beispiel, eine Case Study am Beispiel dieser Gilgal Bible Church in Tembisa in Subsahara-Afrika. Das ist der zweitgrößte Township von Südafrika. Und ich habe dort sozusagen aufbauend auf diesem großen Forschungsprojekt, was schon lief und was auch schon teilweise am BMZ sogar veröffentlicht war, nochmal tiefergehend analysiert, wie genau funktionieren denn die Strukturen von nachhaltiger Entwicklung und wieso läuft das durch diese AICs, also African Initiated Churches. Und habe dann an zwei Interviews, die schon da gewesen sind von diesem Kirchenführer, eine Gesellschaftsstruktur entworfen, die sich rein danach richtet, was der Kirchenführer selbst erklärt hat. Also das sind Strukturen, die findet man nicht auf Internetseiten oder so und erklären halt sozusagen von den Ärmsten der Ärmsten die Verbindung bis zur Regierung. Und das habe ich einfach à la Donna Haraway, das ist dann sozusagen meine Methodik gewesen oder meine Basismethodik für die Übersetzung. Das heißt dann so das Decoding von Information und auch das Translate, also das Übersetzen von Informationen, damit halt nicht nur das Gesagte interpretiert wird, sondern auch das, was gemeint ist. Und damit, wo habe ich halt bei Max Couliard zum Beispiel ein riesiges Summary Grid heißt das, also eine Zusammenfassung, wo ich wirklich alles Gemeinte unter verschiedenen Aspekten wieder neu zusammensortiert habe, um halt rauszufiltern zum Beispiel, wie oft sagt er was zu SDG 4, qualitativ hochwertige Bildung oder wie oft erwähnt er Wasserzugänge oder überhaupt generell Umwelt oder ökologische Faktoren etc. Und dann habe ich das Ganze gemessen oder validiert eben noch an einer Umfrage mit der Kirchengemeinde, plus ich bin halt ins Feld gegangen und habe mir angeguckt, wie da die Infrastrukturen so aussehen und wie die Leute dort zusammenleben und habe zum Beispiel, als ich da war, waren 3 Wochen lang Regenzeit, wo halt die unbefestigten Straßen in Tembisa, also das sind so Schlammhügel, total viele Shacks, also deren Häuser, die aus Wellblech gebaut werden, einfach weggespült haben und die sind alle aufeinander gekracht, weil die ja so nah aneinander sind und auch die Kirche, die ich untersucht habe, da ist das ganze Ding weggeschwommen. Und weil noch zusätzlich gerade Probleme in Simbabwe waren, gab es eine starke Zuwanderung vieler Leute, die halt zusätzlich eben sich auch ansiedeln wollten in Tembisa, sodass die Kirche die Hälfte ihres Grundstückes verloren hat. Und das waren dann so Faktoren, die ich einfach alle zusammengenommen habe und gucke, so das ist die Situation und wie betreiben eigentlich diese Kirchenakteure da drin Entwicklung. Und da konnte man ziemlich viel feststellen, weil die haben zum Beispiel, obwohl sie keinerlei Geld haben, die haben keinerlei finanzielle Unterstützung, sondern leben durch die Spenden, die sie untereinander teilen und Synergieeffekte untereinander erschaffen. Und das schaffen sie es einfach, von Stipendien für Schüler zu finanzieren. Sie schaffen es halt gemeinschaftlich
die Beerdigung zu finanzieren. Sie schaffen es aber auch, Wasserzugänge, Nahrungszugänge, Häuserzugänge zu schaffen. Und sie haben sogar einen Zugang zur lokalen Politik. Die schafft die Stromversorgung wieder aufzubauen etc. Und das ist sozusagen diese. Und ich habe mich dann irgendwann, weil es halt sehr viele Faktoren waren, auf die Struktur konzentriert und geguckt, wie kommunizieren die miteinander und was sind die abhängigen Faktoren, die bedingen, dass sie überhaupt miteinander kommunizieren können und gehört werden. Und dabei habe ich festgestellt, dass im Grunde genommen es halt ein großes Problem zwischen der Weltanschauung der lokalen Bevölkerung gibt und der Gesellschaftsstruktur, die ein bisschen on top obendrauf liegt, weil halt die Lebensrealität in Südafrika einfach noch sehr, sehr, sehr verschieden ist und sozusagen die Politik gar nicht für alle gemacht werden kann. Man hat halt einen sehr globalen Anspruch und ist ein über und über mit Entwicklungshilfe finanziertes Land, was aber überhaupt nicht effizient betrieben wird, weil es halt nicht wirklich von den Leuten für die Leute gemacht wurde, sondern immer nur von oben nach unten und das wenig ankommt bei den Leuten, die es eigentlich brauchten. Weil die einfach andere Sachen zum Beispiel, andere Wertschätzung haben bestimmten Dingen gegenüber. Die wünschen sich dann nicht einen Job, sondern die wünschen sich, ihre spirituelle Mitte zu finden und sich gut zu stellen in der Gemeinschaft mit allen Naturgeistern etc. Und das muss man erstmal verstehen und das ernst zu nehmen. Und wie man das überhaupt in Gleichklang bringen kann, da habe ich jetzt so ein Modell entworfen, dass das so ein bisschen, ja, zeigt. Ja, das ist super interessant, gerade wenn man so den Gegensatz, wie du es schon gesagt hast, so säkuläre Gesellschaft, auch in der wir ja aufgewachsen sind, im Gegensatz zu diesen eher spirituellen Communities. Wie waren da so deine persönlichen Erfahrungen, die du vor Ort in den Townships dann machen konntest? Am Anfang habe ich es halt gar nicht verstanden und ich habe, glaube ich, auch erst im Prozess des Schreibens, als ich dann zu Hause war, richtig verstanden, was gemeint war. Weil zum Beispiel war ich in dem Gottesdienst anwesend, wo wir 3 Stunden lang gesungen haben und es war so krass, danach schwirren einem so richtig die Ohren, weil man die ganze Zeit singt und es ist so laut und das sind immer so verschiedene Chöre und der eine macht auch so immer so Schnalzbewegungen und so irgendwie so Beatbox, das war also super toll. Aber da merkt man halt erst, was die meinen mit irgendwie Geister beschwören oder irgendwie so das ganze Lebensgefühl zum Vibrieren bringen oder was es bedeutet, eben bestimmte Energien einfach in sich selber auch zu wecken. Und wenn man sich dann eben viel mit dem historischen Kontext beschäftigt, geboren als Sklave und vermeintlich als Sklave zu sterben, ich glaube, man macht sich nicht so richtig bewusst, was das eigentlich bedeutet. Ich hatte eine unserer Study Buddies, kam auch aus einem Township und deren Vater war halt eben auch noch in der Apartheid geboren und der hatte halt 3 Familien, weil der auch so oft umgesiedelt ist durch seinen Herren und dann halt die Frauen auch immer überall eine neue Familie gegründet hat und das ist etwas, was natürlich irgendwie meine Study Buddy auch bis heute total beschäftigt und sie hat so eine Wut auf dieses ganze System, was halt bis heute so ungerecht ist, weil ich meine, die Gated Communities der Weißen sind auch nicht schön, die sind fast schlimmer, weil da überhaupt gar kein Lebensgefühl ist und alle sich hinter fetten Zäunen einschränken, aber die leben halt in so einer materialistischen Welt eingesperrt, während andere da in diesen Townships mit ein bisschen zu viel Regen in ihrer eigenen Kloake stehen und das ist halt, ich finde, das ist halt, das muss man sich immer so bewusst machen und das ist halt auch voll, was mit einem hier in Deutschland selber zu tun hat, nämlich, also was auch klar geworden ist durch dieses Gesellschaftsstrukturmodell ist eben, globalisierte Wirtschaft spielt da auch mit rein, zum Beispiel Landgrabbing, dass die nicht genug Platz haben, um sich auszubreiten, liegt daran, dass halt die Besitzverteilungen so extrem anders sind und dass die meisten Landbesitz einfach auch ausländischen Investoren gehört und dass das ein Problem ist für die Entwicklung der eigenen Gesellschaft und dass wir mit Konsum direkt Einfluss darauf haben, was dort ist, weil da unten sieht man viele, viele deutsche Firmen, zum Beispiel Bahn ist da riesig oder hier diese Pampers-Firma war da auch ganz viel oder diese Creme-Herstellung und ich meine, man trifft überall Leute, die das da kaufen und das dann irgendwie in Verbindung zu bringen mit dem Konsum hier und seinem eigenen Leben, ist halt super schwierig. Das war auch schwierig mit Habang, dem beizubringen, dass ich nicht reich bin als Studierende hier in Deutschland. Ja, aber in Deutschland sind alle reich. Und das stimmt, wir haben halt bestimmte Zugänge zu bestimmten Kleinigkeiten, aber wir sind halt auch nicht verhältnismäßig sind wir dann trotzdem immer noch arm in der Gesellschaft, in der wir leben. Und das ist so schwierig, da irgendwie in Gleichklang zu bringen oder auch zu vermitteln, dass irgendwie nicht
alles gleich viel wert ist. Also eine Creme ist nicht in jedem Land gleich viel wert. Weil der Zugang auch was ganz anderes ist zu anderen Hygienesachen. Und weiß ich nicht, das kann man mit jedem Beispiel machen. Ich habe es halt hauptsächlich am Beispiel versucht, mit Wasser reinzubauen. Das habe ich am Ende aber wieder rausgekürzt, weil es zu lang geworden ist. Aber ja, Bottled Water ist zum Beispiel auch so ein Verbrechen, was in Südafrika groß begangen wird durch eben den Besitz von Quellen. Ja. Als nächstes, was uns interessieren würde, wäre nochmal so, was Fragen sind, die du jetzt während deiner Masterarbeit für dich selber nicht beantworten konntest, weil es irgendwie Schwierigkeiten beim Zugang zu den Ressourcen dafür gab oder vielleicht auch einfach Schwierigkeiten und Konflikte gab, mit denen du am Anfang gar nicht so gerechnet hast, dass die irgendwie hätten auftreten können oder so während deiner Forschung. Hast du da irgendwas konkret im Kopf, was dir jetzt danach immer noch so voll auf den Magen drückt, so was dich noch irgendwie interessiert hätte oder was du nicht richtig klären konntest? Ja, also diese Willkür und also das, was ich herausgefunden habe, also was super schwierig ist, ist, dass meine ganze Masterthese ist eine sehr steile These. Wenn man genau hinguckt, dann kann man daraus lesen, dass ich im Grunde genommen die Freiheit kritisiere, weil ich im Grunde genommen sage, dass es eine strukturelle Ungerechtigkeit innerhalb globaler Strukturen gibt, die sich bis auf den einzelnen Inhalt nicht bevorzugten Gesellschaftsstrukturen auswirken und dass die dadurch entstanden sind, dass sozusagen diese Befreiung in Zentraleuropa, das ist ja irgendwie jeder Theologe kommt, also keiner kommt mehr davon daran vorbei, irgendwie die Säkularisierungsthese von Max Weber aufzugreifen. Und im Grunde genommen, das ist so ein Thema, das mich jetzt wirklich sehr beschäftigt, weswegen ich auch gerne eine Dissertation machen würde, ist halt dieses Thema Freiheit des Einzelnen. Ist nicht gerecht, vor allen Dingen die Freiheit, die das, was wir in Europa als Freiheit deklariert haben, weil es damals nicht die Freiheit von jedem Individuum gemeint hat, sondern die Freiheit des weißen Mannes. Es war wirklich eine Freiheit, die beschränkt war auf das Patriarchat der Europäer und dass die Demokratie sich dann weiter und weiter geöffnet hat für Frauen und sowas. Und wir haben ja bis heute keine Gleichberechtigung und diese Sachen. Und diese Struktur, die aber gleichzeitig für alles, wo gerade in Zentraleuropa der ganze Stolz dranhängt von Entwicklung und Fortschritt und dass diese Dinge aber nicht per se gut sind und sogar, dass sie vielleicht, also dass diese Rationalität, die rationale Epistemologie zusammen mit der Individualisierung und diesem Freiheitsgedanken halt noch sehr, sehr, sehr viel Aufbearbeitungsbedarf haben, weil sie einfach nicht per se gut sind, sondern die müssen moralisch aufgearbeitet werden. Ich habe da stark mit Hannah Arendt und Iris Marion Young und John Rawls gearbeitet, die halt alle sagen, dass es halt in globalen Gerechtigkeitsstrukturen halt immer noch Verantwortung gibt und dass mit der Freiheit die Verantwortung des Einzelnen abgegeben werden. Dass wir einfach sagen, wir verhalten uns einfach nur so wie jeder andere, aber damit unterstützen wir indirekt etwas Böses. Also eigentlich verlangt die Gesellschaftsstruktur, in der wir hier in Europa leben, dass wir reflektierte Individuen sind, die halt sich mit jeder Entscheidung bewusst sind. Ist aber nicht so. Und dadurch, dass wir uns nicht bewusst sind, sagt Hannah Arendt zum Beispiel schon, sind wir schon böse. Das hält schon das Evil System. Sie hat das damals im Zweiten Reich festgemacht und das macht es noch schwerer, dann Hannah Arendt zu nehmen, weil jeder sofort ausschreit und sagt, so, du kannst es doch nicht mit Hitler vergleichen oder dem Nazi-Regime. Tut man auch nicht. Und trotzdem haben wir eine Gesellschaftsstruktur, die Ungerechtigkeiten birgt, wo man erstmal seine eigene Machtposition verstehen muss. Und die liegt ganz stark beim profitierenden Individuum. Das lebt halt momentan hauptsächlich in Europa und Nordamerika mittlerweile. Ja, das leitet irgendwie prima ein in die Frage, die ich jetzt stellen wollte, und zwar, ob du da den Nachhaltigkeitsbezug herstellen kannst von deiner Masterarbeit zu dem Diskurs, der hier geführt wird. Und du hattest ja die SDGs auch bearbeitet, so, sag ich mal, oder in deiner Masterarbeit verwendet. Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären. Sag erstmal gerne. Nachhaltige Entwicklung kann nur dadurch, dass das Ganze Forschungsprojekt darauf aufgebaut, weil im Grunde genommen festgestellt wurde, dass die Entwicklung, die bisher in Subsahara-Afrika passiert ist, noch sehr, sehr viele Ideen, Agendas und
Projekte, die dort durchgeführt wurden, dass festgestellt wurde, dass die teilweise noch schlimmere Auswirkungen hatten, aber auf jeden Fall nicht zu nachhaltigen Entwicklungen geführt haben, sondern eher zum Beispiel sowas wie, dass jetzt Wasserquellen Nestle gehören oder sowas. Aber ja, genau, deswegen will man versuchen, wie muss denn Gesellschaftswandel funktionieren? Also dem hinterliegt, dass sozusagen es gibt eine menschengemachte Klimakatastrophe, um die zu beenden, muss sich jedes Individuum ändern. Und wer sind die Akteure von Gesellschaftswandel, die sozusagen dieses Verhalten beeinflussen könnten? Und da wurde halt festgestellt, dass vor allem diese afrikanischen unabhängigen Kirchen sehr stark die Lebenskultur in Subsahara-Afrika prägen. Und das hat das halt mit Nachhaltigkeit zu tun. Und dann habe ich halt geguckt, welche Maßnahmen oder welche Aspekte sind denn so, haben denn so einen starken Nachhaltigkeitsbezug im Sinne der SDGs? Welche waren das dann? Kannst du das kurz? Ich habe es festgemacht am SDG 4, qualitative Bildung, wo im Grunde genommen gezeigt wurde, dass alle, selbst die politischen Forderungen, durch eine einzelne Kirche, die völlig unabhängig von irgendwie gar keine externen Geldzuflüsse hat, trotzdem in der Lage ist, alle Ziele des SDG 4 zu erfüllen. Andere habe ich extra nicht angerissen, weil zum Beispiel SDG 6, was mich sehr interessieren würde und dort auch sehr gut hätte greifen können, ich einfach nur festgestellt, also SDG 6 ist sauberes Wasser und Hygiene. Und da habe ich aber festgestellt, dass die Ziele, also die Targets, diese Unterziele von dem SDG 6 sehr, sehr kontrovers zu sehen sind und halt auch sich daran erkennen lässt, dass sie halt in einem säkularen politischen Rahmen entworfen wurden, der halt wenig, das hat wenig Relevanz für das tatsächlich, also jeder Hydrologe würde sagen so, was hat denn jetzt Recycling mit sauberem Wasser zu tun? Also Recycling macht in der Regel das Wasser dreckiger, aber worum es dagegen ist, halt den Müll aus den Meeren zu fischen, aber das, oder aus Flüssen. Aber das war damit gemeint, aber das ist sozusagen, da sind halt viele Sachen im SDG 6 drin, die so kontrovers diskutierbar waren, dass ich sie halt nicht diskutiert habe. Aber letztlich, also eigentlich würde ich behaupten, dass man grundsätzlich alle 17 SDGs in jeder afrikanischen Kirche findet. Das Einzige ist natürlich Gleichberechtigung bei Gendern. Da müsste man, das ist sehr, sehr abhängig von Kirche zu Kirche. Und da muss man zum Beispiel voll genau auch hingucken. Also Kulturen, ich finde, also auch das Patriarchat immer so in kulturellen Bezug gesetzt werden. Auf der anderen Seite muss auch deutlich dargestellt werden, dass es unterschiedliche Werte gibt in unterschiedlichen Kulturen. Und da, ich glaube, nachhaltig wäre es, wenn man sozusagen allem einen Raum einräumt, dass es halt anderen nicht Leid zufügt, dass irgendwie jedes Individuum die Möglichkeit hat, das Leben so gut zu gestalten, wie es das selber möchte. Aber das heißt auch, dass irgendwie so Platz ist für jede also jede Weltvorstellung, die irgendwie auch unterschiedlich ist. Und das ist sehr schwer. Der Nachhaltigkeitsbezug ist insofern da, ist in jeder religiösen Doktrin oder Spiritualität insofern da, als dass jede Weltanschauung oder jedes Konzept von Leben eine Struktur, eine Ordnung erschafft oder beschreibt, wo es halt sozusagen den Menschen neben vielen anderen Lebewesen und vielen anderen Vorgängen einordnet. Wenn man jetzt zum Beispiel das Judentum nimmt, wo es halt sehr strenge Regeln zum Leben auch gibt, also wann isst man Fleisch, wann isst man Fisch oder auch wann hat man Geschlechtsverkehr, das reguliert theoretisch Konsum und das reguliert auch die Fortpflanzung und all diese Dinge und da könnte man jetzt drüber streiten, ist das nachhaltig und manche sagen, ja, das ist nachhaltig und was auch interessant ist, ist halt, dass es halt auch Spiritualitäten gibt, die den Menschen halt nicht über die Natur stellen. Das ist jetzt beim Christentum schon, also man könnte es auch anders interpretieren, aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass im Christentum der Mensch über der Natur steht und sich die Natur zunutze macht. Und das ist nicht per se nachhaltig, aber es ist auch nicht per se unnachhaltig. Es ist eher, dass man vielleicht lernen sollte, dass diese Weltansichten existieren und vielleicht auch Hilfe oder Leitideen geben können, zu verstehen, wie Leben außerhalb des eigenen Lebens strukturiert ist oder mal gedacht wurde oder wirkliche Weltkonzepte, wo halt, ihr seid Geografiestudenten, wo halt ganze Ökosysteme sozusagen in einen philosophischen Kontext gesetzt werden und jedem einen Sinn des Lebens zuschreiben. Das ist halt das, was in Theologien
zu finden ist. Und das ist, ob das nachhaltig ist oder nicht, das kann man leider wirklich nicht beantworten. Das ist in Afrika ist es insofern nachhaltig, weil das viel mit der Ubuntu-Philosophie vereinbart wird. So. Und das ist zum Beispiel eine Philosophie, die sagt, dass jeder, also da wird die Gemeinschaft über das Wohl des Individuums gestellt. Also sozusagen das Individuum muss nun die richtige Gruppe finden. Oder die Gruppe muss sich gemeinsam mit dem Individuum so entwickeln, dass es sozusagen nachhaltig ist. Aber zu dieser Gruppe gehören dann auch heilige Bäume, heilige Flüsse und alles. Ja, um da mal so ein bisschen langsam den Kreis zu schließen, würde ich ganz gerne fragen, du hast es gerade schon so schön angesprochen, what can you do for us? Um da so ein bisschen auf die Reflexionsebene vielleicht zu kommen, was glaubst du oder kannst du sagen, können Menschen denn aus deiner Arbeit mitnehmen? Also jetzt zum einen Menschen, die du dort getroffen hast und mit denen du Kontakt hast und die dich kennengelernt haben, aber auch Menschen hier, die deine Arbeit lesen oder den Podcast hören. Stimmt, der Podcast. Also ich hoffe, dass ich den Diskurs bereichere innerhalb der Theologie im Sinne dessen, als dass man sich stärker damit befassen und mit der Aufgabe wirklich bewusst befassen muss, dass es eine Aufgabe gibt, spirituelle Kosmologien in unsere säkularisierte Gesellschaftsstruktur mit der rein rationalen Epistemologie eben zu übersetzen. Also, dass man wirklich immer jede Theologe versucht, diese Gesellschaftsstruktur zu hinterfragen, die ich da halt auch irgendwie so aufgezeichnet hat und diese Narrative ordentlich aufarbeitet, weil es sehr, also gerade in der Theologie es auch ein Problem gibt, dass irgendwie der eine weiße Mann das eine und dann der nächste weiße Mann, alte weiße Mann das gleiche, also das irgendwie ein bisschen anders sagt. Es ist halt gut, andere Kirchenführer zu hören und andere Spiritualitäten ernst zu nehmen und das im wissenschaftlichen Diskurs einzubringen. Und auf Podcast-Ebene, es ist vielleicht irgendwie schön, wäre es, glaube ich, gut, wenn man Religionen oder auch religiöse Akteure unter moralischen Aspekten vielleicht wieder mehr Beachtung schenkt oder also das ist die Religion ist immer gleich so ein Stigma, glaube ich, in der Wissenschaft, wo man so ist, oh, das ist irgendwie so gar nicht wissenschaftlich und das hat auch gar nicht so einen Praxisbezug. Es ist aber unglaublich wichtig, um die Gesellschaft, in der wir leben, irgendwie dem eine Ordnung oder eine Struktur zu geben, nicht, dass es das notwendig ist. Ich bin selber eigentlich sehr sehr freiheitlich eingestellt, bin aber jetzt selber auch, was ist eigentlich die Moral, nach der ich lebe und dem diese individuelle Willkür irgendwie zu nehmen, auch mal zuzulassen, sich religiöse Konzepte oder auch anders spirituelle Konzepte, aber ich meine auch Geld oder Kapitalismus oder Fußball werden als quasi Religionen gehandelt, dass man halt sich irgendwie überlegt, was ist eigentlich mein Platz in dieser Welt als Mensch neben vielen anderen lebenden Organismen? Und das ist halt eine hochphilosophische und religiöse Frage, die, glaube ich, wichtig wäre, sich mal anzunehmen. Und das bedeutet halt für, geschrieben ist diese Masterarbeit eigentlich wirklich für diese Forschung, für dieses Forschungsprojekt und Forschungsbereich, in dem ich gearbeitet habe, wo ich, also weil sie es halt eine Wie-Frage ist und sie sehr in die Tiefe geht. Für die also wenn ich jetzt hier sozusagen einen Podcast darüber erzähle, hoffe ich, dass viele Leute sich nochmal trauen, sich als Forscher ernst zu nehmen, weil also ich habe das auch zum ersten Mal in der Feldforschung gemacht und bin ja kein Forscher oder so, ich bin halt auch nur eine Studentin, die zum ersten Mal eine Feldforschung gemacht hat und trotzdem konnte ich dann an mehreren Konferenzen teilnehmen und eine Masterarbeit schreiben, die mir total Spaß gemacht hat, wo ich mich richtig in die Tiefe gearbeitet habe und ich glaube, dass man so seine eigene Forschung schon als Studierender irgendwie ernst nehmen kann und damit irgendwie auch so richtig in auch sich traut, eine Wie-Frage eben anzunehmen und zu sagen, wie funktioniert die Struktur oder das Konzept, was vielleicht von einem anderen großartigen Wissenschaftler schon entworfen wurde, und die anzuwenden und einfach in die Tiefe zu gehen. Das wäre cool. Und um jetzt vielleicht noch so ein bisschen auf das Fazit deiner Arbeit zu sprechen zu kommen, was ist denn für dich jetzt so die größte Erkenntnis, die du aus deiner Arbeit schließen konntest? Hast du da eine oder mehrere? Dass man, glaube ich, mein großes Fazit ist, dass es indirekte Machtverteilung gibt, also sozusagen du brauchst den kleinen Akteur, um das Individuum direkt zu verändern, aber du brauchst auch einen großen Akteur, wir müssen es schaffen, globale Normen
zu entwickeln, die halt verschiedensten Kulturen gerecht werden, die irgendwie schaffen, dass wir einem Moralkonsens folgen, der uns halt nicht mehr erlaubt, einfach so zu shoppen oder einfach so und so zu sein, während wir damit halt den Klimawandel auslösen, erschaffen, überhaupt betreiben irgendwie. So, das, genau, oder die Klimakatastrophe, nicht nur den Klimawandel. Das ist ja. Also, dass wir uns gar nicht mehr trauen würden, Wasserflaschen in Plastik zu kaufen. Auch wenn wir durstig sind. Oder dass es das gar nicht mehr geben kann, weil Politiker sagen, die Kosten sind zu hoch von dem, was wir da an Mensch und Natur antun. Und das also genau, also der große, es gibt ungerechte Strukturen, aus denen wir uns nicht mehr selber befreien können, weil sie halt so global vernetzt sind, dass, und die zu erkennen. Ja, ja, super cool. Dann war es das von unserer Seite auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat mega Spaß gemacht. Und ja, dann tschüss. Tschüss. Danke euch. Das war cool.